Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, liebe Piraten, Ihr Antrag beginnt mit einem vielversprechenden Titel: Digitalisierung als Chance für mehr Demokratie in der Energiewende. Aber ehrlich gesagt, der Antrag danach ist dann eher nur so ein Sammelsurium von Dingen, die Ihnen als Piraten anscheinend zum Thema Digitalisierung und Energiewende so eingefallen sind. Und ehrlich gesagt ist das dann, was Ihnen da eingefallen ist, auch noch herzlich wenig und wenig Neues. Ich möchte mal nur drei Beispiele nehmen. Wir haben uns bereits 2014 mit einem ausführlichen Antrag im Mai mit den virtuellen Kraftwerken hier beschäftigt und genau daraufhin auch klare Hinweise für die Landesregierung gegeben, wie dort weitere Förderprogramme auszudifferenzieren sind. Wir haben uns im letzten Plenum im September diesen Jahres mit Speichern und den Aktivitäten beschäftigt, die Sie hier noch mal auch kurz erwähnen. Und wir haben uns im März 2016 mit dem Thema Bürgerenergie beschäftigt. All das also nichts Neues. Sie sprechen aber natürlich richtige Fragen an. Sie deuten in Ihrem Antrag hier die wichtige Rolle, die auch wir sehen, der Bürgerenergie an. Denn die Bürgerinnen und Bürger haben die Energiewende, haben die erneuerbaren Energien erst groß gemacht. Sie sorgen damit auch insgesamt für sinkende Börsenstrompreise in den letzten Jahren, für Arbeitsplätze auch in Nordrhein-Westfalen. Und ganz klar ist, die erneuerbaren Energien verändern im Grunde genommen das ganze Stromsystem. Sie haben andere Eigenschaften, als dass die großen konventionellen Kraftwerke haben. Und deswegen muss sich natürlich auch der Markt verändern. Ein Markt, der eben auf diese hochsubventionierten Energieträger, diese konventionellen Energieträger zugeschnitten war. Ja, liebe Piraten, Sie haben ein Problem richtig erkannt. Sternchen vielleicht dafür. Ja, die Systemdienlichkeit der Stromverbraucher ist ein wichtiger Aspekt. Die Netze müssen entlastet werden und die Stromverbraucher sollen eben auch eine Speicherung übernehmen oder eben auch dann Strom liefern, wenn das Netz es erfordert. Aber, und das ist ein wichtiger Kritikpunkt von uns, Sie beziehen es ausschließlich auf Bürgerenergie. Und ich möchte da jetzt nicht sagen, Bürgerenergie ist nicht wichtig, da habe ich eben schon gerade was kurz dazu gesagt, aber der reine Bezug nur auf die Bürgerenergie in diesem Punkt ist zu kurz gegriffen und nimmt die Falschen zuerst in die Pflicht. Sie haben nämlich in Ihrer Forderung drin, dass Sie eine Forderung der Netzentgeltregelung haben wollen, soweit so gut, die Anreize dann aber für die Errichtung und den Betrieb netzdienlicher Bürgerenergieanlagen fordern. Und ehrlich gesagt finde ich das sehr kurios, dann die Bürger nur in die Pflicht zu nehmen. Dabei haben wir ein viel größeres Potenzial im Bereich Lastmanagement, also Erzeugung und Verbrauch nach dem Markt auszurichten, in der Industrie und in der Wirtschaft. Und dort ist man technisch auch schon längst so weit und längst auf dem Weg. Aber es fehlt eben genau an den genannten Anreizen. Und diesen so richtigen Aspekt einfach dann außen vor zu lassen, finde ich etwas schwach von Ihnen, liebe Piraten. Der Antrag und den Piraten ist leider nicht nur wenig eingefallen. Ich finde, ehrlich gesagt, Sie haben auch noch schlecht recherchiert. Denn wir haben viele unterschiedliche Förderprogramme von Bund und Land für Speicher und andere Aspekte, die Sie genannt haben. Und wir haben eine sehr gute Übersicht auf dem Fördernavi der Energieagentur NRW. Und da ist ganz klar erkennbar, dass Förderprogramme sich ergänzen. Denn NRW muss nicht noch Geld obendrauf tun, wo es von anderen Ebenen schon längst Geld für gibt. Und ein zweiter Punkt. Sie erwähnen in Ihrem Antrag eine Förderung aus Baden-Württemberg für ein virtuelles Kraftwerk in Höhe von 400.000 Euro. Wir haben jetzt einen Wettbewerb in Nordrhein-Westfalen beendet, der dann also zu weiteren virtuellen Kraftwerken führen wird in einem Volumen in Höhe von 30 Millionen Euro. Und dann sagen Sie, so etwas fehlt hier in Nordrhein-Westfalen. Also da ist noch mal ein bisschen nachzujustieren. Und ganz klar ist, auch bei uns und bei diesem Wettbewerb für dieses virtuelle Kraftwerk in Nordrhein-Westfalen ist die Zielgruppe eben auch die Unternehmen, aber auch Konsortien von unterschiedlichen Aspekten. Ein solches Förderprogramm fehlt also in NRW nicht, sondern es existiert längst. Und ich freue mich trotzdem auf die Diskussion im Ausschuss, wie wir dann auf die Bundespolitik einwirken können, die Demokratisierung der Energieversorgung nicht weiter zu torpedieren, aber auch, wie wir Vorteile, die wir in NRW haben, unsere Wirtschaft zum Beispiel mitnehmen können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Brems, für die